Hey Leute, weiter geht's bei The Search. Wir haben das letzte Mal den Hubschrauber Arsch platt gemacht. Und ja, der Typ war übrigens wieder ein nettes Beispiel zu etwas, das ich schon mal vorher gesagt habe, nämlich, dass so mancher Bossgegner in diesen Spielen anfangs unschaffbar wirkt und dann, wenn man so ein bisschen seine Taktik durchschaut hat, ist es gar nicht so schwer. Weil ich hier auch sagen muss, der war tatsächlich wirklich nicht besonders schwer. Das, was mir wirklich eigentlich nur zu schaffen gemacht hat, war die Tatsache, dass ich Angst hatte, bei einem meiner Ausweichschritte runterzufallen. Das hat mir die meisten Sorgen bereitet. Die Angriffsmuster von ihm waren jetzt nicht so dramatisch. Also, das ging tatsächlich alles noch. Da kenne ich wesentlich schlimmere, wo man wirklich da sitzt und sich denkt, jo, wo sind die Pausen zwischen Angriffen? Wo soll ich überhaupt irgendwas machen können, um überhaupt mal an den Rand zu kommen? Ging alles noch. So, hier haben wir noch ein Audio-Log, bevor wir uns das anhören, will ich mir erstmal die neue Waffe angucken. Auch wieder ein Stab Kingfisher. So. Oh, der ist schon auf Mark 2 direkt. Macht weniger Schaden. Der hat Stich- und Schnittschaden jede Menge. Hat allerdings eine sehr hohe oder eine hohe Waffenfertigkeitsskalierung und bessere Energiegewinn. Er scheint mir besser als das Ding hier unten. Nein, sogar. What the fuck? Vielleicht mir das jetzt mal. Eine bessere Skalierung, besseren Energiegewinn. Ah, der geht eben auf Stich und Schnitt und Stichschaden. Tja. Ich probiere den mal aus, aber. Irgendwie scheint an dem Ding echt noch nichts vorbeizugehen. Zumindest was den reinen Schaden angeht. 54, 47, 43. Weil ich natürlich sagen muss, dass das Ding mindestens wie eine vernünftige Waffe aussieht. Aber ich muss sagen, mein Energiestab gefällt mir noch am besten. Der hatte schon was. Passt doch besser in so ein Sci-Fi-Spiel. Achtung! Diese streng vertrauliche Dienstanweisung ist nur für Einsatzleiter Hellwig vom Such- und Rettungsdienst bestimmt. Unautorisierter Zugriff hat eine sofortige Verhaftung und ein Verhör durch den Creo-Sicherheitsdienst zur Folge. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Chief Hellwig, diese vertrauliche Dienstanweisung hebt alle vorhandenen Befehle auf und stammt direkt vom Creo-Vorstand. Ihre neue Aufgabe besteht darin, kontinuierlich in Creo World zu patrouillieren. Auftragsdauer unbegrenzt. Achten Sie im Park auf ungeklärte strukturelle Ausfälle. Im Falle eines Containment-Lecks erstatten Sie unverzüglich der Vorstandsebene Bericht. Okay. Gut, begeben wir uns mal zurück zum Container. Ein Typ, den muss ich eigentlich stehen lassen, oder? Ist der weg? Nee. Steht ein. Na komm her. Hey, scheint so, als wäre das System über mein Eindringen nicht sonderlich erfreut. Tut mir leid, aber die manuelle Kontrolle des Turms ist deaktiviert worden. Ich versuche sie wiederherzustellen, aber im Moment geht da gar nichts. Oh, 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 heilige Scheiße, das war knapp. Ja. Okay, das ist aber wirklich. Nutzt auch tatsächlich andere Angriffsmuster. Die wollen wir uns aufheben. Na komm. Na komm. Jetzt. Also ich dachte tatsächlich, alle stehen benutzen die. Oder? Es ist doch das gleiche und ich täusche mich hin. Ah, ich glaube, es ist doch das gleiche. Was hat er jetzt mit der manuellen Steuerung? Ah, okay. Scheiße. Scheiße, vorhin konnte man noch darunter. Ach, jetzt ärgere ich mich, dass ich es nicht gemacht habe. Oh, und das Gewitter hier geht wieder los. Alter Schwede, und zwar richtig. Na gut. Wir schnetzen uns jetzt mal den Weg zurück. Ich will die Waffe mal ein bisschen ausnutzen. Schon. Nee, gerade Daumen hochgezählt beim Umfallen. Ist mir erstmal aufgefallen.
bei den Einsätzen von Injektionen und Medikits ist das gleiche Problem mit den Finishern. Wenn ich eben eine andere Taste drücken muss, dann habe ich den Daumen eben nicht der Taste, die ich da fürs Ausweichen bräuchte. Das ist immer ein bisschen problematisch. Nein, lass es schön bleiben. Oder auch nicht. Jetzt für den Schirm. Ding hier schwächer ist. Na gut, wollen wir erstmal weiter gucken hier. Wieder 1000 Gegner plätten. Das Such- und Rettungsteam braucht Verstärkung. Jetzt bewerben. Erstmal nach hier. Alles einzahlen. Kernleistung erhöhen. Nochmal geht nicht. So, ist schon kurz davor, das letzte Implantatslot freizuschalten. Und hier wollte ich doch auch was ersetzen. Überschüssige Heilungsenergie, temporäre Lebensenergie Puffer gespeichert. Ach, okay, also wenn ich so ein Medikit benutze und es ist über 100, dann wird das als Puffer gespeichert. Das klingt ja geil. Das klingt ziemlich gut. Junge, Junge, Junge. Dann würde ich als nächstes hier mein Leben noch weiter erhöhen. Plus 41 ist schon gar nicht schlecht. Das ist schon gar nicht schlecht. So. Muss ich denn jetzt hier vielleicht noch irgendwas machen? Nee. Ich glaube nicht. Nein. 82. 54. Ist jetzt halt schon bei 54, also. Der Negotiator schon echt gut. So. Reden wir es mal mit Laura. Ich kann nicht glauben, was meinem Chief zugestoßen ist. Ich kann's nicht fassen. Gab es wirklich keinen Weg, den Chief zu retten? Da war ja so ein. Ich meine, der war jetzt nicht direkt mein Freund. Ist nur so. Ich habe ihn halt lange gekannt und so. Schätze mal, wir müssen nach vorne schauen. Der Rest meines Teams könnte immer noch da draußen sein. Und immerhin hast du die Blackbox, oder? Jupp. Hier ist die Blackbox. Hoffen wir mal, dass sie uns ein paar Antworten liefern kann. Unglaublich, dass das Ding nach dem Absturz noch intakt ist. Ich sollte einige nützliche Daten daraus holen können. Lass mich mal schnell einen Scan machen und nach hilfreichen Sektoren suchen. Die Blackbox müsste uns sagen können, warum ihr abgestürzt seid, oder? Okay, okay, jetzt geht's los. Das hier bestätigt, dass es eine Energiekaskade quer durch das gesamte Netzwerk gegeben hat. Unmittelbar bevor die Steuerung des Helis ausgefallen ist. Ich kann dir nicht sagen, was die ausgelöst hat. Ja, sieht definitiv danach aus, als hätte die Kaskade alle Cryonet-Implantate überladen. Die Energiemengen sprengen jeden Rahmen. Mein Gott. Den Leuten wurde buchstäblich das Hirn im Schädel gegrillt. Kein Wunder, dass die Hälfte der Leute da draußen tot ist und die anderen hohläugige Irre sind. Konntest du irgendwelche brauchbaren Daten aus dem Ding holen? Moment mal. Was ist das denn?
Ein Missionsbriefing. Direkt vom Vorstand an Chief Hellwig geschickt. Vor Monaten. Ah, kann ich nicht aufmachen. Das ist eine sehr starke Verschlüsselung. Ich meine, oberste Kategorie, super vertraulicher Scheiß. Ich muss das hacken. Ich weiß, das ist an sich vertraulich und so, aber das hier ist eine Extremsituation, oder? Ich werde das sowas von hacken. Wird vielleicht nicht leicht werden. Dauert vermutlich eine Weile. Irgendwo da draußen muss es doch jemanden geben, der Insider-Infos hat. Warte! Ich kenne da vielleicht eine Wissenschaftlerin, die mal eine große Nummer beim Vorstand war. Und die könnte was von solchen Geheimprojekten wissen. Dr. Chavez vom Project Resolve. Die hat sich zurückgezogen und ist schon eine ganze Weile von der Bildfläche verschwunden. Arbeitet an irgendeinem Privatprojekt. Ah, ich kann hier auch ein automatisches Notrufsignal aus den Resolve-Biolaboren sehen. Und wenn wir Glück haben, kommt das von Chavez. Ich werde versuchen, ihr eine Nachricht zu schicken, damit sie deine Integrität nicht anzweifelt. Komm, ich zeichne dir noch schnell eine Karte für die Biolabore. Sobald ich diese Daten hier geknackt habe, melde ich mich über deine Drohne bei dir. Viel Glück da draußen. Okay, dann schauen wir auf die Karte. Organizer. Ansehender. Ja. Take train to BioLabs, meet Chavez. Ja, Leute, ich raff gerade gar nicht, was ihr von mir wollt. Ist das wieder zurück? Anscheinend, oder? Das sieht mir nicht mehr aus, als wäre das hier das Parkgebiet. Come visit, Crew World. Ja, stimmt. Da ist der Zug. Ups. Zug. Und da soll ich dann irgendwie hin. Joa. Sieht so aus, okay. Dann gibt es hier wohl nicht mehr viel für mich zu tun. Ich habe kein Altmetall mehr. Wollte ich hier noch irgendwas anderes machen? Auch wenn also das sind die ganzen Dinge, die ich mir schon angehört habe. Jo, alles klar. Gut, wenn bei dieser Achterbahn komme ich wohl erst mit dem entsprechenden Kernlevel weiter. Das bedeutet ja etwas Backtracking quasi. Bin ich kein Fan von. Zumal man ich vielmehr dann immer gern vergesse, wo es eigentlich noch was zu tun gab. Im allerersten Ding hatten wir ja auch noch, im allerersten Abschnitt gab es ja auch eine Überlastungskonsole, die ich noch nicht aktivieren konnte. Das Such- und Rettungsteam braucht Verstärkung. Jetzt bewerben. Und hier ging es ja vorne auch noch runter. Ich will jetzt mal gucken, ob der Lift vielleicht wieder aktiviert ist jetzt. Den jetzt wieder benutzen kann. Ach, come on. Hätte ich jetzt eigentlich gar keinen Bock. Okay, so sah es vorne übrigens auch aus. Ich habe mich gefragt, ob ich da schon vorher dahin kommen kann. Ja, komisch. Geht's jetzt nicht runter? Habe ich da vielleicht echt meine Chance verpasst? Oder ist das dann wirklich erst so der nächste Abschnitt, wenn er hier seine Entschlüsselung durch hat? Hm. Wer weiß das schon? Alter, warum steht die denn hier bei rum? Nee, nee. Da habe ich jetzt keinen Nerv mehr zu. Ständig gegen die Penner hier zu kämpfen. Können mich mal. Das Such- und Rettungsteam braucht Verstärkung. Jetzt bewerben. So, ist noch ein bisschen Energie, aber besser als nix. Hier kann ich auch noch ganz schön was. Ganz schön was. Ein bisschen was einladen. Ganz kleines bisschen. So. Okay. Dann laufen wir mal zurück.
Das ist ein Hologramm. So, Licht an. Das Ding da oben immer noch. Wie soll man denn da um Himmels Willen rankommen? Mal ganz im Ernst. Steh ich nicht. So, dann reisen wir nochmal zurück. Nächste Station, Fertigungskomplex B, zu Fernzüge. Ursprünglichen Anlage. Willkommen zu Ihrem Besuch in Creo World und Ihrer Führung durch unser berühmtes Produktionszentrum. Folgen Sie einfach den Fußspuren bis zum Versammlungspunkt und machen Sie sich bereit für einen echten Höllentrip. So, und jetzt hier mal gucken. Schauen wir uns mal die Karte an. So. Genau, da sind wir doch gerade jetzt rausgekommen. Kann es auch drehen. Kann es auch ein bisschen ranzoomen. Genau, und da rechts ist jetzt das Cam Wizard. Da laufen wir jetzt die Treppe hoch. Und dann da oben lang, da lang, da lang, da lang, einmal im Kreis. Joach. Hey, solltest du mir nicht einen Stab besorgen? Was, wenn ich dir sage, ich hab, was du brauchst? Dieser Satz ist normalerweise das Vorspiel zur Enttäuschung, aber hey, ich bin für alles offen. Zeig her, was du hast. Ich kann dir wirklich nicht dieses... Die beiden neuen Waffen kann ich dir nicht anbieten. Dann viel Glück. Ich muss los. Lustig. Immer wenn die Sache anfängt, ernst zu werden... Ich möchte echt nicht den Nico schießen. Jemand. Okay. Jemand Wichtiges. Bei Creo geht es um euer Wohl. Sorry. Ich muss hier nochmal gucken. Central Production B. Er geht. Und zwar für Körper und Geist. Creo ist mehr als nur ein Job. Hier seid ihr Familie. Hier seid ihr daheim. Doch ihr wollt mehr. Fitness- und Spa-Studios ausgeben, wenn Creo die besten Einrichtungen gleich hier hat. Und was den Urlaub angeht, was, wenn ich euch sage, den... Oh, das war knapp. Mit Creos Dream Tour System, kurz DTS, bereist ihr jeden Ort auf der Welt und darüber hinaus. DTS... Nein, nicht zwei Leute. Eigentlich mit der Waffe hier. Ihr seid am Strand von Rio oder Mardi Gras in New Orleans. Etwas mehr finde ich schon. Kultur. Wie wäre ein Spaziergang an der Seine im schönen Paris? Oder was ist mit einem Besuch im Kolosseum auf der Höhe des Römischen Reiches? Ganz genau. DTS erfüllt all eure Wünsche. Erlebt zwei Wochen Urlaub in weniger als einer Stunde mit DTS. Wohin ihr auch wollt, was immer ihr auch tun wollt. Ist nur ein Klick entfernt. Wenn man so viel haben kann, warum je wieder gehen? Das Ding kann ich auch irgendwie ausschalten. Nee. Das Ding hat halt einen hohen Fertigkeitsgewinn. Ah, guck mal. Hier, Fahrstuhl. Outbound Station. Ja, jetzt erkennt man natürlich auch gut, wo wir so lang sollten. Jetzt können wir hier lang recyceln. Ja, so, ich muss das hier nochmal kurz vergleichen. Skalierung ist halt besser und der Energiegewinn. Aber es bringt mir ja nichts, wenn ich da jetzt zu oft drauf gehe, weil ich zu wenig Schaden mache irgendwie. Ach, da bin ich das letzte Mal nicht lang. Ich wissen wollte, ob man sich da irgendwie durchkämpfen kann oder nicht durchkämpfen muss.
Ach ja, die Ecke. Hey, danke. Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, aber da geht was. Aber komm ruhig her. Komm ruhig her. Mach ich dich hier hinten schön fertig. Was machen wir jetzt? Haut er ab. Der haut ab. Na komm. Das ging leider daneben. Na komm, mach was. Ah, jetzt check ich das um den Puffer. Kurzzeitig erhöhte maximale Energie. Ich war nicht verkehrt. Zack, erledigt. Ist nur einer weniger. Eieiei. Soll ich denn gegen die Typen machen und dann zwei mit Raketen werfen? Da muss man das Ding auch irgendwie auch runterfallen lassen. Komm. Hier ging es nicht weiter. Ziehen wir irgendwie noch weiter hoch oder so. Da muss ich ihr wirklich die Scheißwaffe geben und sie macht das dann. Bei Creo geht es um euer Wohlergehen. Hier seid ihr Familie. Hier seid ihr daheim. Lass uns mal Studios aufnehmen. Wenn du die besten Einrichtungen gleich hier hast. Oh oh. Oh oh oh. Ich wiederhole. Oh oh. System kurz DTS bereist ihr jeden Ort auf der Welt und darüber hinaus. DTS wird direkt in euer neuronales Interface gespeist. Und? Voilà. Ihr seid am Strand von Rio oder Mardi Gras in New Orleans. Etwas mehr Kultur? Wie wäre ein Spaziergang an der Seine im schönen Paris? Oder was ist mit einem so. Viel weiter geholfen. Da bin ich da hinten runtergekommen. Was jetzt auch eher so mäßig interessant war. Ach ne, Moment mal. Moment mal. Ich laufe hier einfach rum drüber. Kann ich die Dinger vielleicht kaputt haben? Hier irgendwo was aktivieren, damit das runterfällt. Achso, jetzt würde mich echt wundern, wenn das. Jetzt auf der richtigen Brücke, ja, ne? Ich weiche doch einmal schon. Ich glaube, das letzte Mal bin ich runtergelaufen. Ja. Ich wundere zwar nicht, dass ich runtergelaufen bin. Hier oben gibt es auch nichts weiter. Gab's aber auch nichts weiter. So, ja, stimmt, ich komme nach hier. Hier war ich auch schon. Ich war doch hier überall schon. Nee, aber halt. Ich war hier zwar schon, aber ich glaube, ich bin hier nicht groß weitergekommen. Weil ich hier dann irgendwie draufgegangen bin.
ist ja gut. Beruhig dich. Oh, ich war nicht hier irgendwo. Hier hat er nämlich einen Typ gelauert. Machen können. Das wird im Öl ausgegangen. Hat er aber nicht. Ist auch niemand mehr. Kann man es aufheben? Vom Legion und hier mal eine Nachrichtenterminal. Ja, erst lässt Ferguson uns sitzen und dann sind wir wieder beste Kumpels und sollen zur Party. Der kann sich ficken. Hör dir den Scheiß an. Also. Hey Leute, wie ihr wisst, ist nächste Woche mein Geburtstag. Was glaubt ihr, wer er ist nach all dem, was er abgezogen hat? Es gibt massig Kuchen, also bringt jede Menge Hunger zum Pausenraum 12. Hoffe, der erstickt dann. Erst die Drohnen, dann John und jetzt unser Lohn. Der Wichser hat eine Schraube locker, wenn er glaubt, das ist vergeben und vergessen. Und irgendwann schnapp ich mir meine Werkzeugkiste und zieh sie ihm fest, das sage ich dir. Yes. Okay, wieder eine Tür. Komm mal auf. So. Oh, noch so ein Typ. Na komm her. Ich mache hier Feuermist hier. Oh, oh, da hänge ich mal wieder fest. Nein. Ja, ich habe übrigens nicht vergessen, dass dieses Konter-Gedöns auch noch gab, aber ganz im Ernst, das Risiko ist mir echt zu hoch. Dafür klappt das hier dann doch zu gut. Die auf herkömmliche Weise zu besiegen. Ausdauermatrix. Können wir alles aufmachen? Taktil Omniboost, okay. Joa, jetzt mal auf der anderen Seite von der Brücke, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß nicht ganz, was mir das jetzt hier exakt bringen soll. Ich kann jetzt hier auch nichts weiter machen, oder? Vielleicht noch irgendwas, ja. Schrotthaufen mit Hightech-Materialien. Joa. Na klar, ich kann den gar jetzt fertig machen. Aber bringen tut mir das ja auch nichts. Eine kleine Drohne, okay. Ja, hier geht's jetzt weiter. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.